Abend, liebe Leute, wir befinden uns gerade hoffentlich auf dem Weg nach draußen. Für uns geht es jetzt erstmal einen Kellerknopf anbauen und dann in den Keller zu fahren. Hey everyone, thanks for tuning in. Welcome to another exciting edition of Trick or Treat, where you answer our questions correctly and win a prize beyond your wildest dreams. Geil. Or you fail to answer correctly and receive the punishment. It's all in the hands of our lucky contestant, James Sunderland. Woo! James, are you ready to play Trick or Treat? Excellent. Here's your first question. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave. How many souls were lost during the plague? Oh. 1, 42, 2, 67, 3, 85. Know the answer? Well, you better hold on to it. You never know when it might come in handy. Now, on to the second question. Follow Sanders Street heading east and further on to the outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumber yard and the cemetery. What is the name of that road? One, Bachman Road. Two, Munson Street. Three, Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loquet, but what was the name of the other victim? Billy's sister. One, Miriam. Two, Heather. Three, Julia. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? If so, fantastic. The time will soon come to collect your prizes. But be careful. If you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness or in health. Bye-bye. What the hell was that? Boah, den Artikel über den Mord haben wir gelesen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es Miriam oder Julia war. Und das mit den Opfern der Seuche weiß ich gar nicht mehr. Was man aber vielleicht prüfen könnte. Na, das darf man hier nicht, ne? Ich habe nur die Karten fürs... Oh, ich kann auch so ranzoomen. Für was auch immer. Kacke. Ich habe gedacht, man kann hier ein bisschen gucken. Boah, das weiß ich nicht. Shit. Ich will jetzt aber auch nicht so ein Arsch sein und irgendwo nachschauen. Sind wir noch im Krankenhaus? Oh, das sieht... Das ist gut für uns hier.
Richtung noch ein, ja. Irgendwo muss hier noch was sein. Oh, war das schon wieder Mist, ey. Wenn du die nicht hundertprozentig von hinten erwischt und die sich schon so ein bisschen zur Hälfte umgedreht hat, dann wird das trotzdem so ein richtig beschissener Kampf. Kacke, ey. Oh. Das wird gut. So, hier kommt die ganze Seuche an. Das ist in Ordnung. Kann man hier vielleicht an den Kühlschrank gehen? Wenn er hier so dreckig wäre, wäre der ganz schick. War jetzt hier einfach nur ein bisschen looten, ja? Mehr war hier nicht. Okay. Und natürlich ein bisschen in die Fresse bekommen. Ah, da bist du. Bam. Bam. Ist das Wäschelager gewesen? Ah. Aber es ist ein Beinling. Das ist okay. Schon. Das könnte ja theoretisch auch was ausmachen, wenn man das schafft, zumindest bei den Beilingen so auszuweichen, dass man direkt hinter denen landet und zuschlagen kann. Dann müssten die ja vielleicht auch schneller darum gehen. Ganz schön ruhig. Solange die am Boden sind, geht's. Aber wenn die dann echt anfangen aufzustehen, ist schon wieder Mist. Ja, ich finde, die Gegner sind ganz cool. Und die Kämpfe, die wurden ja auch, die sind ja nicht so richtig gut weggekommen von der Fachpresse, aber ich finde, das geht eigentlich so. Also klar, gibt's innovativere Sachen. Aber für das Setting und der Typ, den er eigentlich so verkörpert, finde ich, geht das voll. Also. Und, ne, das, also, doch, doch. Ich finde das schon genau richtig. Und wenn du dann halt die Möglichkeit hast, so von hinten noch ranzukommen, vielleicht fehlt noch so ein bisschen Schleichen, um vielleicht doch noch den ein oder anderen Gegner mehr von hinten zu erwischen. Zumindest für die schweren Schwierigkeitsgrade. Wäre das, glaube ich, ganz cool. Ah, die kriegt gleich was mit der Pumpe. Als erstes, sie möchte sich natürlich nochmal umdrehen. Ah,
diesmal waren wir schnell genug. Hat doch gerade so gereicht. Anscheinend kommt man über Heizungsraum 10 zum Lager. Wir wären jetzt auch bei der Wäscherei durchgekommen oder sehe ich das falsch? Ach ne, von da kommen wir. So ist es. Ah, was machen wir hier? Hier sollen wir jetzt rausklettern, richtig? Ungesund aus. Echt jetzt? Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich lang soll. Mal gucken, ob die geht. Nee, okay. Nicht der Ring, ich dachte, ich soll da reinkriechen. Oh. James. Mary. Oh. Maria, I thought. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. Yeah. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? Well, we have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and... I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Hm. Come on, let's go look for her. Also das ist mir halt... letztens der Gedanke gekommen, ich hab sie echt total vergessen, ne? Als wir sie da hingelegt haben. Ob es die Möglichkeit gegeben hätte, wenigstens zwischendurch nach ihr zu gucken. So. Weil das Zimmer war ja eigentlich immer zugänglich. Aber ich hatte das auch total verpeilt. Und dann ist mir... Man, die Story hat dann ja auch nicht mehr vorbeigeführt, was ich auch schon eigenartig fand. Dass sie dann hier auf einmal auftaucht. Also bestimmt wäre ich auch ein bisschen sackig gewesen. Achso, können wir jetzt eigentlich... Sie muss ja jetzt irgendwie hergekommen sein. Wie kann er jetzt nicht einfach hier auftauchen? Vor allem ist das ja jetzt eine ganz... Ja, guck mal, ist das da offen. Eine ganz alternative Situation hier. Ich frag mich echt, was das halt mit diesen Leuten hier auf sich hat. Die wirken so random hier eingeschleust. Aber
auch irgendwie so, als ob die irgendwas verbindet. Als ob jeder irgendwie aus einem bestimmten Grund, ich sag mal, hierher gerufen wurde oder so. Die Frage ist halt nur, warum? Und die wirken alle so, als ob die irgendwas, irgendein Geheimnis haben, so. Keep things light, James. Just humor me, okay? Yeah. Sorry. Meine, ich möchte Dinge sammeln. Wir dürfen auf jeden Fall keinen Ausflug mehr in den Garten machen. Pool ist einfach nur noch ein finsteres Loch. Sie dürfen es nicht wissen. 13. Was ist das? Ist das eine Decke? Also eine Decke am obersten Ende eines Zimmers? Oder ist das eine Decke auf einem Bett? Eine Decke? Was, ein Vorhang? Deshalb glaube ich halt, dass das so kleine Verstecke sind. Aber wozu die Zahlen? Dass du wirklich erkennen musst, was du da auf dem Bild siehst. Irgendwas habe ich gerade hier rumblubbern hören. Hallo? Ich bringe einen Besuch mit, hoffentlich ist das nicht schlimm. Is that what I think it is? Was denn? Das ist ein Kühlschrank, oder? Versorgt mit Sesselenergie. Fass doch mal mit an hier. Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Stimmt, Annie machte Gurken. Not very cute, is it? Here, why don't you take it? Thanks. Der Bleiring. Mann, ich würde mir die Sachen viel lieber richtig angucken. Das ist ja gar nichts hier. Sieht aus wie ein Gesicht. Was ist denn der andere Ring eigentlich? Where to now? Come on. I think I know where those rings belong. Ängstliches Gesicht eingraviert ist. Eine Spinnenverzierung soll das sein. Ah, okay. Ja, das wird Bakterium sein können oder so. Okay. Was ist hier sonst noch so los? Ah, da haben wir einen Ring drin gefunden. Nicht schlecht. Die kleine Elster hier. Ja.
Ich möchte jetzt an den frischen Nebel gehen. Die Patienten bekommen die Diagnose, wenn sie wieder gesund sind, denn ich habe immer das gesamte Personal im Blick. Vor allem, wenn die Symptome dank der effektiven Behandlung zurückgehen. Mhm. Distanzierte Notiz. Geschichten aus der Gruft. So. Ah, guck mal. Hier sind wir so richtig gestartet. Speicher mal. Na, hier sind wir jetzt also wieder. Also das war der Raum, wo ich eigentlich drin stand. Da hinten. Da hat er die vorletzte Folge aufgehört, glaube ich. So, und dann bin ich halt hier durchgegangen und dann mit dem Fahrstuhl gefahren und dann habe ich euch ja erzählt, was danach geschah. Kann man jetzt hier vielleicht raus hier? Nee, ich muss ja diesen Ring da anbauen, ne? Oh. Okay. Achso, ja, wir müssen dann mit dem Fahrstuhl... Sie kommen hier hoch. Was ist das hier? Hier war ich noch nicht drin. Q2 und Q3. Ach, krass. Das sind die Antworten für das Rätsel. Ah. Ja, wir können jetzt einfach durchraten, aber ich weiß nicht mehr. Sie kann sich ja auch nicht mit uns unterhalten. Das wäre jetzt noch cool, wenn man sie vielleicht so ein bisschen als Hilfestellung hätte. Die erste Frage war die mit den Opfern, ne? Goldene Mitte. Was war der zweite? Das mit der Straße, ne? Die zum Holzfällerlager und zum Friedhof führen. Auch gar kein Schimmer. Was war Frage 3? Das mit dem Mord. Wo ich nie wusste, ob es Miriam oder Julia war. Der Name Eva kann ich mich ja nicht mehr dran erinnern. So, aber dann ist es der. Ah, ich finde das so was. Oder ist Miriam? Nein, echt, war das jetzt alles richtig? Das wäre jetzt lustig. Habe ich das aus Versehen richtig beantwortet? Das ist ja geil. Es gab jetzt natürlich einen kräftigen Schub. What is that? Das wissen wir alle nicht so richtig. Jetzt sind wirklich alle Zugänge versperrt, ne? Ist alles wieder einfach zugehangen.
Gibt es hier vielleicht noch einen Hinweis? Kann man ihr den falschen Ring anstecken? Das eine war einfach nur ein trauriges Gesicht. James? What's wrong? Let's just get out of here, okay? Ich arbeite dran. Achso, weil sie zwei Ringe hat. Ach, guck mal, da unten kann man auch einen anstecken. Also im ersten Vers war ja die Rede von der Fadenbrücke. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, den Kupferring wegen der Spinne. Aber, ja, okay, anscheinend dann nicht, oder was? Ah, okay. War kein Rätsel. Einfach nur ran. Einfach nur aufstecken. Kommst du mit? Wir müssen fighten. Was ist falsch? Ich dachte, du wolltest hier raus. Ich weiß. Es ist nur... Something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Ist ja jetzt auch nicht so, dass es Möglichkeiten gab. Das ist es ja immer, ne? Es ist getan. Nicht mehr krank. Okay. Hier kann man jetzt nochmal speichern. Na, dann lass das uns tun, weil vielleicht gibt es ja dann keinen... automatisch mehr. Hier wird jetzt bestimmt irgendwas passieren. Was unseren großen Freund betrifft. Oh. Die Finsternis. Jetzt gab es doch ein automatisches Speichern. Run! Oh, er kann auch rennen und er gibt richtig Gas, Junge. Nicht um. There, an elevator. Come on, hurry. Gegenstemmen, Junge.
Ist das bei ihm vielleicht so eine Schuld, die er sich selbst gibt? Am Tod seiner Frau? Weil er es nicht verhindern konnte, weil es ja eine Krankheit war. So wie bei ihr gerade. Da war er jetzt ja auch nicht so richtig viel zu machen. Regnet es wieder. Jetzt, es wäre jetzt irgendwie irre cool, wenn wir einfach rausgehen könnten, so. Einfach diesen Horror verlassen. Das Potenzial für diese Krankheit ruht in allen Menschen und kann jeden Mann und jede Frau unter den richtigen Umständen auf die andere Seite ziehen. Genau wie ihn. Die andere Seite ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Es gibt schließlich keine Wand zwischen dem hier und dort. Sie existiert, wo sich Wirklichkeit und Unwirklichkeit überschneiden. Ein Ort, der sowohl nah als auch weit entfernt ist. Manche sagen, es sei gar keine Krankheit. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich bin ein Arzt, kein Philosoph oder sogar Psychiater, wie der Herr Direktor. Aber manchmal muss ich mir diese Frage stellen. Es stimmt, für uns sind seine Fantasien nichts als Einbildungen, aber für ihn gibt es keine andere Realität. Darüber hinaus ist er dort glücklich. Also warum, frage ich mich, warum müssen wir ihn im Namen des Heilens schmerzhaft in die Welt unserer Wirklichkeit zurückholen. Der Ausgangsschlüssel. Hier steht zwar Eingang, aber für mich ist es der Ausgang. Es ist eine interessante Frage, Tatsache. Aber ich glaube, also ich kenne mich da jetzt nicht so aus, ne? Aber es... Ich kenne jetzt nicht so viele Fälle, wo sich jemand, der mit solchen Problemen zu tun hatte, sich wohlgefühlt hat. Wenn es sowas natürlich gibt. Warum nicht, ne? Ist ja, wie manche Leute wahrscheinlich auch einfach gerne in Videospiele flüchten. Wenn man da den weltlichen Problemen entkommt. Aber da kann man halt nicht die ganze Zeit rumhängen, ne? Aber warum ist er hier glücklich? Weil das ist doch seine Welt, oder? Ist ja alles so. Boah, ihr seid zu zweit. Yeah!
Hier ist noch irgendwo ein Käfer, glaube ich. Da. Schon echt cool aus bei Regen. Mal kurz hier das andere Auto noch prüfen. Junge! Du Ratte, ey, so ein Schwachsinn. Wie hat sie mich gesehen? Ich war ja so gut getarnt mit meiner Taschenlampe hinter dem LKW hier. Shit, sorry. Genau an der Kante zerkloppt. Hundertvier Schuss. So Leute, wir machen jetzt aber hier Schluss. Ihr habt jetzt Dienstschluss. Und ich auch. Guck mal, ach, darf ich das speichern? Sehe ich das richtig? Nee, ist einfach nur ein Rücklicht. Okay, hätte ja sein können. Okay, Leute. Bis zur nächsten Folge von Silent Hill 2. Schweigeminute für Maria. Das gilt für euch. Ich muss jetzt raus. Tschüss!